Raubüberfälle sind ja in der Regel alles andere als nett und Räuber zählen normalerweise auch nicht wirklich zu den höflichsten Menschen. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Mann, der diesem schlechten Ruf so gar nicht gerecht wird. Ein Überwachungsvideo eines Tankstellenüberfalls im US-amerikanischen West Seattle. Zunächst scheint alles ganz normal. Das übliche Bezahlgespräch zwischen Kunden links und Verkäufer rechts im Bild. Der Mann bezahlt brav seinen Kaffee, 1,30 Dollar wandern in die Kasse. Aber dann fragt der Kunde, können Sie mir noch einen Gefallen tun? Er zückt eine Pistole. Könnten Sie die Kasse bitte leeren und das Geld hier hinlegen? Der Verkäufer, was meinen Sie? Leeren Sie die Kasse und legen das Geld hier hin. Sind Sie sich sicher? Ja, ich bin sicher, ich weiß, ich bin sicher, ich ziehe das jetzt durch. Es tut mir wirklich leid, dass ich das tun muss, aber ich habe Kinder. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen 40 Dollar gebe und damit hat sich's? Also, das geht leider nicht, Sir. Ich muss meine Miete zahlen und Rechnungen und die Kinder brauchen Essen. Also leert Verkäufer John Henry die Kasse und gibt Räuber Gregory Hess 300 Dollar. Ich danke Ihnen vielmals und es tut mir wirklich leid. Und sollte ich eines Tages wieder auf die Beine kommen, dann bringe ich Ihnen das Geld zurück, Sir. Auch John Henry bleibt höflich. Mir tut es auch leid. Gott sei mit Ihnen. Danke sehr, Gott sei auch mit Ihnen. Danke, sagt der Verkäufer zum Abschied und kaum ist Räuber Hess draußen, wählt er den Notruf. Zwei Tage später nehmen Polizisten Hess fest. Ein Wiedersehen, denn der höfliche Räuber hat bereits ein langes Vorstrafenregister.